zeigt uns dieser Fund ein für alle Mal, dass die Geschichtsschreibung völlig geändert werden muss. Archäologen haben in einem vorägyptischen Grab eine prähistorische Zeichnung gefunden und diese zeigt nichts anderes als die Gizeh-Pyramiden, tausende Jahre vor ihrer offiziellen Entstehung, als der Mensch noch in Höhlen saß und mit Feuer experimentierte, mit Steinen auf andere Steine schlug. Wir schauen uns heute diesen wahrlich atemberaubenden Fund sehr genau an und was Forscher in einer weiteren Kammer innerhalb der großen Pyramide gefunden haben wollen. Am Ende führt es uns dann zu den wahren Erbauern der Pyramiden. Wie immer direkt nach dem Intro. Seit der Wiederentdeckung der Gizeh-Pyramiden rätselt der Mensch, wie sie denn überhaupt hätten erbaut werden können. Laut der Wissenschaft sind schließlich die Pyramiden von Gizeh etwa zwischen 2620 und 2500 vor Christus entstanden. Doch wie sollen es die frühen Menschen geschafft haben, diese monumentalen Bauwerke überhaupt zu errichten? Zu einer Zeit, als die menschliche Zivilisation sich gerade eben aus der Steinzeit emporhob, lediglich ausgestattet mit diesem Werkzeug hier, einem simplen Faustkeil. Neben der architektonischen Planung und dem selbst heute noch kaum zu leistenden Aufwand ist es nicht nur das jahrzehntelange Aufstapeln von Steinen. Auch die damals noch nicht vorhandene Mathematik und die Präzision machen die Gizeh-Pyramiden nahezu unmöglich. Eine Genauigkeit der Berechnung, die bis heute unerreicht bleibt. Um es nur mal an einem Beispiel festzumachen. Die Fläche der großen Pyramide stellt mit einer Genauigkeit von 0,0004 cm pro Meter ein perfektes Quadrat dar. Die Abweichung der 90-Grad-Winkel der vier Ecken der Pyramiden beträgt nur 0,0002 Grad. Und die Schrägen der Pyramiden weisen einen Winkel von 51 Grad auf. Nichts anderes als der sogenannte perfekte Winkel. Zudem beinhaltet die architektonische Planung zahlreiche Konstanten, Pi, Phi und den goldenen Schnitt. Und ganz offensichtlich ist sie dabei auch noch auf das Sternbild Orion ausgerichtet. Kein Wunder also, dass man sich da fragen muss, wie sie bereits im 3. Jahrtausend vor Christus hätte entstehen können. Nicht wenige denken allerdings, dass die Gizeh-Pyramiden noch sehr viel älter sind. Doch bisher gab es keine wirklich greifbaren Beweise. Hier und da Spuren von Wasserschäden, die das Erbauungsdatum sehr viel früher verorten. Die fehlenden Aufzeichnungen zur Zeit der Bauphasen. Die Diskrepanz zwischen der Annahme, sie seien als die Gräber für die Pharaos ihrer jeweiligen Epoche errichtet worden und dem Fehlen ihrer Überreste. Keine Mumien, keine Grabbeigaben, keine Hieroglyphen. Zwar sagt uns vieles, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, doch etwas wirklich Handfestes haben wir bisher nicht vorgefunden. Wir bräuchten etwas, das uns ganz eindeutig zeigt, dass das Entstehungsdatum irgendwann in der Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus einfach nicht stimmen kann. Ein Artefakt, das die drei monumentalen Bauwerke am Rande des Nils abbildet, noch weit vor ihrer offiziellen Entstehungszeit. Ein Artefakt, das nachweislich sehr viel älter ist als 4500 Jahre. Tatsächlich gibt es ein solches. Einen Fund, der von der Wissenschaft auf mindestens 7500 Jahre datiert wird. Und es zeigt uns sehr präzise die altägyptischen Pyramiden, die laut offiziellen Angaben erst 3000 Jahre später entstanden sind. Doch warum wird dieses spektakuläre Artefakt völlig ignoriert? Das wahre Alter der Gizeh-Pyramiden bringt ganz offensichtlich so einige Probleme mit sich. Denn wenn es uns heute doch schon so unmöglich erscheint, dass Menschen, die sich gerade noch in der Steinzeit befanden, mit simplen Faustkeilen diese gigantischen Pyramiden erbaut haben, wie sollen wir uns dann erst vorstellen, dass es Menschen waren, die tausende Jahre früher lebten, weit vor der ersten Zivilisation? Oder besser gefragt, können sie unter diesen Umständen überhaupt vom Menschen errichtet worden sein?
Wie oft habe ich euch in den vergangenen Jahren von den Gizeh-Pyramiden berichtet? Dinge, die einfach darauf hindeuten, dass sie nicht nur sehr viel älter sind, sondern dass es auch eine Beteiligung von, naja, nennen wir es mal außerhalb gab. Dieser Fund hier toppt aber noch einmal alles. Ein handfester Beweis, dass sich Archäologen und Altertumsforscher völlig geirrt haben. Aber seht wie immer selbst. In einem Grab in der Nähe von Aswan in Ägypten haben Archäologen ein Straußenei entdeckt. Sein Alter konnte dank seiner biologischen Herkunft sehr präzise ermittelt werden. Neben der Radiokarbondatierung, die ein Alter von 7500 Jahren ergab, bestätigte auch der Fundort selbst die Jahrtausende alte Herkunft. Das Straußenei lag inmitten von Grabbeigaben, Feuersteine, Steinwerkzeuge und Tonscherben. Eine Stätte, die ebenfalls auf rund 7500 Jahre zurückdatiert wird. Und auch der Leichnam des Grabes konnte ganz eindeutig auf ein Alter von 7500 Jahren zurückdatiert werden. Damit stand fest, dieser Fund, das Straußenei, ist einer der am besten zeitlich einortbaren archäologischen Objekte, bestätigt durch die C14-Radiokarbonmessung als auch durch den Kontext des prähistorischen Grabes, ganz eindeutig um 5500 vor Christus dort abgelegt. Was das antike Straußenei nun zu einem Artefakt macht, also zu etwas künstlich Erschaffenem, ist der Umstand, dass sich eine Zeichnung darauf befindet, ein frühes Kunstobjekt. Doch das, was es uns zeigt, darf laut der Wissenschaft einfach nicht existieren. Auf diesem unscheinbaren Ei, das ein Alter von 7500 Jahren besitzt, sehen wir eine präzise Darstellung der Gizeh-Pyramiden mitsamt des Nils. Zu einer Zeit in die zerbrechliche Kalkschale geritzt, die 3000 Jahre vor der offiziellen Errichtung der monumentalen Bauwerke in Ägypten liegt. Doch wie kann dies nur möglich sein? Jetzt höre ich natürlich schon wieder so einige sagen, dass diese drei Pyramiden alles Mögliche sein könnten. Das stimmt aber nicht. Wie ihr gleich sehen werdet, gibt es hinreichende Anzeichen, dass diese drei Dreiecke tatsächlich die großen ägyptischen Pyramiden sind. Aber überzeugt euch gerne selbst. Kein Archäologe, kein Altertumsforscher dieser Welt zweifelt das Alter des Straußeneis an. Es ist wie die Zeichnung darauf vor rund 7500 Jahren entstanden. Das, was es aber zeigt, wird völlig ignoriert. Drei Pyramiden, Bauwerke, die erst Jahrtausende später entstanden sind. Nun könnte man sagen, dass es einfach nur drei Dreiecke sind. Eine beliebte geometrische Form, die auch die frühen Steinzeitmenschen kannten. Doch diese Dreiecke stehen nicht für sich allein. Rechts neben ihnen sehen wir eine Zickzacklinie. Nicht nur ein Strich, sondern zwei parallel verlaufende Linien, die immer wieder in ihren Geraden unterbrochen werden und stilistisch gefüllt worden sind. Nichts anderes als die Darstellung eines Flusslaufs. Links neben diesen Dreiecken entdecken wir ebenso das, was einige Forscher als Sonne interpretieren. Ein kleiner, runder Kreis, der den Dimensionen der Tagessonne entspricht. Diese drei Dreiecke scheinen also nicht nur Dreiecke zu sein. Wir haben hier drei Gebäude, drei Pyramiden, im Hintergrund die Sonne und rechts neben ihnen einen Fluss. Blicken wir nun einmal auf ein Satellitenbild des Gizeh-Plateaus, so können wir sehr deutlich erkennen, was auf diesem Straußenei abgebildet ist. Wir sehen die drei Gizeh-Pyramiden und den sich durch das Land schlängelnden Nil, den Lebensspender des alten Ägyptens, der vor Jahrtausenden genauso ausgesehen haben könnte, wie wir ihn auf dem 7500 Jahre alten Straußenei wiedererkennen können. Dieses Ei ist nichts anderes als der archäologische Beweis dafür, dass die Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau weitaus älter sind, zu einer Zeit entstanden, in der es dem Menschen noch weitaus unmöglicher war, sie zu errichten. Doch wenn es der Mensch nicht war, wer dann? Ein wirklich atemberaubender Fund und es lässt natürlich eine ganz bestimmte Frage offen. Hat der Mensch zu dieser Zeit wirklich schon die Technologie besessen, die Pyramiden zu erschaffen? Oder waren ganz andere Wesen daran beteiligt? Sir Flinders Petrie.
Der britische Archäologe gilt als Pionier der Erforschung des alten Ägypten. Er vermaß nicht nur bereits 1888 die große Pyramide, sondern sei auch in heute immer noch geheim gehaltenen Kammern vorgedrungen. Die Rede ist von einem riesigen Labyrinth unter dem Gizeh-Plateau und einem Sarkophag, in dem kein Mensch gelegen habe. Schon im frühen 20. Jahrhundert kamen Gerüchte auf. Flinders Petrie habe in seiner Privatsammlung Mumien außerirdischen Ursprungs aufbewahrt. Einige sagen sogar, dass sie sich auch heute noch in einem geheimen Raum des Rockefeller Museums in Jerusalem befinden. Noch sehr viel faszinierender sind die Beschreibungen dieser alten Mumien, Aussagen, die 120 Jahre alt sind. So wurden sie als mit länglichen Schädeln versehen beschrieben, mit großen mandelförmigen Augen und kleinen Nasen und Mündern, das typische Bild eines Grays aus der heutigen Zeit. Waren also sie die wahren Erbauer der Gizeh-Pyramiden? Doch es gibt auch noch weitere Hinweise. Jüngsten Nachrichten zufolge ist eine weitere Mumie wieder aufgetaucht. Sie wurde von Viktor Lubeck aufgefunden, einem tschechoslowakischen Archäologen und pensionierten Professor der University of Pennsylvania. Die Mumie sei im September 2012 aufgefunden worden, bei der Untersuchung sehr schmaler Gänge innerhalb der großen Pyramide. Was immer es wird als ein gut erhaltenes humanoides Wesen beschrieben. Manche Beteiligte sprechen gar von einem Außerirdischen. Dieses Wesen wurde sorgfältig umhüllt und mit mehreren seltsamen Artefakten begraben, bevor es in einer kristallinen Hülle innerhalb der großen Pyramide eingeschlossen worden sei. Zudem habe man Hieroglyphen vorgefunden. Nach diesen sei das mumifizierte Wesen ein Berater des Pharaos und von großer Bedeutung gewesen. Ein Wesen, das den Namen Osirunet trug, was Stern oder vom Himmel gesandt bedeutet. Waren es also Wesen von einem anderen Stern, die vom Himmel kamen und die Pyramiden erschufen? Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren. Diese Alien-Mumien haben wir einfach nicht. Im Gegensatz zu diesem Straußenei, das sich derzeit für alle sichtbar im Nubischen Museum in Aswan in Ägypten befindet. Und nicht weniger als die Gizeh-Pyramiden zeigt. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!